liebe Gäste, liebe Besucher, liebe Freiberger, liebe Mieter vielleicht auch, die hier schon drin sind. Ich möchte anstoßen auf einen kleinen Erfolg der Genossenschaft oder auch einen großen Erfolg der Genossenschaft. So viele neue Häuser hat die Genossenschaft noch nicht gebaut in den letzten 30, 40 Jahren. Jetzt haben wir es angegangen. Wir haben in Freiberg das Haus der Generation umgesetzt. Jetzt haben wir das zweite Objekt umgesetzt. Und ich denke, damit sind wir auf einem guten Weg. Und ich freue mich, dass es fertig wird und für die Stadt Freiberg und für die Genossenschaft ein kleiner Lichtstrahl sein soll. Ich wünsche euch alles Gute. Zum Wohl, alles Gute Ihnen und dem Freiberger Garten. Wer in Freiberg regelmäßig in Friedeburg unterwegs ist, konnte den Fortschritt hautnah miterleben. Jetzt ist der Freiberger Garten so gut wie fertig und die ersten Mieter konnten einziehen. Noch vor etwas über einem Jahr sah es hier ganz anders aus. Damals wurde Richtfest gefeiert und die Besucher durch den Rohbau geführt. Am 15. August wurde nun rund 2 Jahre nach dem Spatenstich offiziell die Eröffnung des Wohnprojektes gefeiert. 67 Wohnungen entstanden auf dem Areal an der Friedeburger Straße. Und der Name ist Programm, denn der Wohnkomplex soll ordentlich grün werden, auch wenn davon aktuell noch nicht so viel zu sehen ist. 57% der Gesamtbaufläche bleibt Gartenanlage. Für die Verantwortlichen kommt damit ein kleines Mammutprojekt zum Ende. Die Idee entstand 2016. 2018 wurde dann mit der Planung und 2022 mit dem Bau begonnen. Rund 10.000 Quadratmeter in der Kürze der Zeit auszubauen, ist natürlich nicht ganz ohne. Zufrieden blickt die Wohnungsgenossenschaft auf das Ergebnis und freut sich bereits jetzt auf den Moment, wenn alles grünt und blüht. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil wir am Beginn des Projektes überlegt haben, ob wir es überhaupt bauen, weil eine schwierige Situation im Bausektor ist. Und ja, es ist jetzt, ich sag mal, ein Stück weit der Stolz, der mitspielt, dass man fertig ist. Und die Mieter, die hier einen Mietvertrag mit uns gemacht haben, sind froh, eine schöne Wohnung zu haben. Wir haben ja hier völlig neue Zuschnitte, was die Grundrisse angeht und eine neue Wohnqualität. Ich hoffe mal, dass es allen gefällt und dass wir dort als Wohnungsgenossenschaft mal ein Niveau anbieten können, was bisher in Freiberg noch nie da war. 24 Millionen Euro hat das Bauprojekt gekostet. Aktuell bedarf es noch ein wenig Fantasie, um sich die Anlage in Grün inklusive Spielplatz, Sitzgelegenheiten und Wohlfühlorten vorzustellen. Schon bald soll sich das jedoch ändern. Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte schnell sein. Viele der neu entstandenen Wohnungen sind bereits vergeben.